Herzlich willkommen zu einem neuen Gespräch bei Sam. Mein Gast heute, der liebe Raik Garve. Mit dir möchte ich heute sprechen über Männer und Frauen oder vielmehr über das männliche und weibliche Prinzip. Denn das ist ja wohl ein Unterschied. Also, schön, dass wir hier so beieinander sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Männer und Frauen oder vielmehr das männliche und weibliche Prinzip. Es wird Zeit, dass da mal ein bisschen aufgeräumt wird in diesem Thema oder vielmehr noch, dass wir verstehen dürfen, was es überhaupt bedeutet. Für mich selber, wir hatten ja ein ganz kurzes Vorgespräch, habt ihr gesagt, oh, das ist doch so kompliziert, ob wir das überhaupt alles in ein Video bekommen, ob wir das transportiert kriegen. Und hast du gesagt, das ist doch ganz einfach, ich bringe da mal eine Struktur mit. Und da bist du ja auch Meister drin. Du bist Meister der Struktur, du kannst ziemlich komplexe Dinge gut erfassen und noch viel schöner, du bringst sie einem so nah, dass auch, ich sag mal, Müller, Meier, Schulze und auch ich das ganz gut verstehen können. Ja, das also, hoffe ich doch. Leg mal los, was hast du uns heute mitgebracht zu diesem Thema? Ja. Also ich würde zu Beginn erstmal drei einfache Schlüsselwahrheiten hier kurz zum Besten geben. Die bringen uns gut ins Thema rein. Ja. Ich lese das mal kurz vor, damit ich wirklich das auch so rüberbringe, wie es gedacht ist. Und dann haben wir einen schönen Aufhänger für das Gespräch. Und zwar die erste wichtige Schlüsselwahrheit zu diesem Thema lautet: das dynamische Verhältnis von weiblicher und männlicher Energie, und zwar sowohl individuell als auch kollektiv, bestimmt maßgeblich den aktuellen Zustand unserer Welt, unserer Zeitepoche, unserer Gesellschaftsform und Politik, unserer Beziehungen und unserer Persönlichkeitsstruktur. Das sagt schon alles, es ist sehr dynamisch. Es ist nicht einmal so schwarz-weiß und dann war es das, sondern es ist ein Tanz. Und es ist auch komplex. Ja, es ist komplex, aber es folgt sehr einfachen Grundprinzipien, die man vielleicht kennen sollte, ja. Deswegen rede ich ja auch gerne von Beziehungsgesetzen. Mhm. Nächste Schlüsselwahrheit. Jeder Mensch, ob Mann oder Frau, ist eine individuelle Mischung aus sowohl weiblichen als auch männlichen Energieanteilen. Das muss ich deswegen so betonen, weil sonst immer so gleich wieder so eine Polarität entsteht im Sinne von Männer, Frauen sind so und so, sondern man muss verstehen, es gibt die bulgarische Hammerwerferin auf der einen Seite und es gibt die sehr weibliche, mütterliche Frau und genauso gibt es weibliche Männer, männliche Männer. Ja, also die Bandbreite ist von bis. So. Und jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Punkt. Wir sehen die Welt immer nur durch unsere eigene emotionale Brille und daher niemals wirklich objektiv. Wenn man das verstanden hat, dann wird man viele Situationen, wo man vielleicht sich gestritten hat in der Vergangenheit, in Paaren, also männlich-weiblich, wird man vielleicht nur noch innerlich drüber schmunzeln und sagen, ja, ist so. Denn jeder hat seine Sichtweise und die ist emotional eingefärbt. Und wenn man das versteht, dann kann man dem anderen gar nichts mehr übel nehmen, weil man weiß, ja, er ist so, weil er eben so ist. Also wenn er, weiß ich jetzt, eine Frau ist oder ein Mann ist. Und er kann deswegen bestimmte Dinge nur auf eine bestimmte Art und Weise sehen, dem Moment. Emotional eingefärbt. So. Das ist ja nicht schlimm. Das soll so ein bisschen das Verständnis auch füreinander hier erhöhen. Da würde ich aber sogar so weit gehen, das ist ja dann im Grunde egal, ob du da in einer Beziehung von männlich-weiblich jetzt dieses Argument bringst oder diesen wichtigen Schlüsselsatz bringst. Das ist ja immer so, egal wo wir sind, wo wir uns in Beziehung auch, ob es nun in einem Interview ist oder auf der Straße mit dem Nachbarn sich treffend, gehe ich ja dann auch in die Beziehung, sage guten Tag, wechsle ein paar Worte, betrachte vielleicht eine Lage aus dem Ort, in dem ich lebe und schon schaue ich mit meinen Augen in die Welt und komme aus meiner Prägung und so dann mein Gegenüber eben aus seiner Welt, ja, und das sollten wir unbedingt als wichtige Information immer mitnehmen. Alles, was wir erleben, wie wir uns erleben, wie wir unsere Welt erleben, ist eben unsere Welt aus uns heraus. Nicht nur das. Wir leben in einem geschlechtlichen Universum, könnte man auch sagen. Und es gibt ständig eine Wechselwirkung, Interaktion zwischen den entgegengesetzten Polaritäten, männlich-weiblich, Yin-Yang, ja. Also wie man es jetzt bezeichnet, ist ja erstmal egal, aber es gibt diese polaren Gegensätze auf der einen Seite, auf der anderen Seite brauchen diese Gegensätze sich aber, sonst würde das Schöpfungsspiel nicht funktionieren. Ja. Es sind wie die Pole einer Batterie und wenn die entladen ist, ja, dann wissen wir selber, dann funktioniert es nicht. Ja, und je größer die Polarität ist, je höher die Spannung ist und das bringt natürlich auch gewisse Konflikte mit sich,
sogenannte Wertekonflikte, die aber offensichtlich dringend notwendig sind, damit Entwicklung entsteht. Ja, das heißt, das Spannungsgefälle, was eben Konflikte mitbringt, naturgemäß, sorgt aber dafür, dass Entwicklung stattfinden kann. Mhm. Weil wenn sich alles angleicht, kennen wir aus dem EKG, haben wir eine Nulllinie. So. Dann ist sozusagen ist der Ofen vorbei. Aus, die Batterie vorbei. Ist entladen und ja. Ja, dann funktioniert es nicht mehr. Deswegen ist es so wichtig, und ich will gar nicht mal so sehr in diese ganzen Gender-Themen eintauchen, ja, das ist ja, dient ja auch nur der Verwirrung, wenn man jetzt wer die größere Agenda versteht, sondern man muss wirklich verstehen, wir kommen jetzt hierher und haben eine ganz bestimmte Biologie, die uns ein ganz bestimmtes Hormonprofil beschert. Und mit diesem Hormonprofil, also bestimmte Hormone, männlich machende Hormone, weiblich machende Hormone, bekommen wir eine völlig unterschiedliche Denkweise, Gefühlsweise, Handlungsweise oder sagen wir so eine unterschiedliche Wertepriorität, also wo wir unsere Interessen liegen. Ja, und das ist sehr archetypisch. Also ich versuche mal heute nur über archetypische Sachen zu sprechen. Mhm. Natürlich wird es auch immer wieder in direkt, ich sag mal, männlich-weiblich oder Mann-Frau reingehen. Das kann man ja nicht trennen. Ist ja auch idiotisch, wenn man das versuchen würde. Aber ich will nur sagen, es ist wichtig, weil wir gerade heute in einer, nennen wir es mal, einer Auflösungsphase uns befinden, wo man eben auch versucht, aus einer bestimmten Agenda heraus diese natürliche Geschlechterpolarität zu zerstören und aufzulösen und dadurch auch natürlich hitzige Debatten zu führen. Und viele, die diese Debatten führen, ist ja gar nicht bewusst, dass sie hier nur so zum Instrument einer Agenda werden. Das ist ein hochemotionales Thema. Es ist ein Minenfeld voller Tretminen, die man sich hineinbegibt, wenn man über dieses Thema spricht, weil es eben hochemotional ist. Aber so ist das Leben eben, beziehungsweise so ist das archetypische Spiel zwischen männlich und weiblich. Ja, das muss man wir gehen da sagen. Jetzt gemeinsam rein in dieses Minenfeld. Du nimmst machen mich wir. An die Hand und ich komme mit. Ja, das machen wir. Weil mir geht es ja nicht darum, jetzt die weitere Spaltung jetzt hier zu erhöhen, die ja eh schon da draußen herrscht. Auch dieser dämliche Geschlechterkampf und so ein Blödsinn, ja, und was ja. da alles gemacht wird. Oder auch die Schwächung des Männlichen und die Vermännlichung des Weiblichen. Das ist ja alles Agenda, was wir da draußen sehen. Ja. Für mich geht es eher darum, wieder Ordnung reinzubringen. Die Menschen, die dafür offen sind, daran zu erinnern, was eigentlich die Natur uns hier angedacht hat mit diesen Urprinzipien. Weil wir sind diese Urprinzipien, wir leben diese Urprinzipien. Nur es ist so, es ist besser, wenn man diese Gesetzmäßigkeiten kennt und danach lebt. Den Gesetzen ist es egal, ob du sie kennst, aber es kann dir selbst nicht egal sein, weil es hängt deine Lebensqualität davon ab, wie bewusst du dich diesen Gesetzmäßigkeiten hingibst. So. Deswegen ist es so wichtig. Und es ist idiotisch zu glauben, wir können gegen die Natur leben. Auch die satanische Agenda, die wir vielleicht 200 Jahren haben, also speziell seit Industrialisierungsbeginn, die ja alles versucht zu verdrehen. Die zeigt uns ja nur, wie absurd das Ganze ist. Und momentan wird ja Vollgas gegeben. Das heißt, es wird ja auf die Spitze getrieben. Das heißt, wir sind an einem Umkehrpunkt angelangt, wo man eigentlich sagen könnte, das Gegenteil ist wahr. Ja, die komplette Verdrehung. So. Und es betrifft im Kern das männlich-weibliche Prinzip, weil da setzt diese Agenda letztendlich an. Und ich glaube, Adam Weishaupt hat das mal gesagt. Es ist ja derart verdreht, dass ja. du ja, also für die Jugendlichen wollen sie so machen, sie sollen nicht mehr wissen, wer sie sind, ob Richtig. Sie nun Männlein oder Weiblein sind oder werden vielmehr, ja. Und ja. selbst für uns ist es ja so, als ich komme jetzt mal aus der Frau, ja, die sagt, okay, ich soll meinen Mann stehen. An viel zu vielen Stellen wird mir abverlangt, dass ich absolut das Männliche leben soll. Du hattest das zwar eingehend gesagt, wir haben halt diesen männlich-weiblichen Teil ja auch jeder in uns, aber was ist denn, wenn ich ständig die Hammerwerferin machen muss oder von mir gefordert ist, dass ich diese Aktivität, ja. dieses männliche Handlungsprinzip leben muss, ja, dann geht meine Batterie, meine innere nämlich auch leer, weil es nicht Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, wenn du in einer Beziehung bist. Entweder muss dein Partner weicher werden, damit die Polarität bestehen bleibt, also weiblicher, oder es knallt. Dann treffen nämlich zwei Pole plus plus, sagen wir es mal so, männlich-männlich aufeinander und dann ja. wird es nicht funktionieren. Das heißt, entweder kommt es zu einer Anpassung oder es geht wieder auseinander. Das ist das Problem, was daraus entsteht. Ja. Und das ist ja heutzutage meistens zu Leid der Kinder, die, wenn dann Kinder in der Familie sind. Das muss man immer ganz klar sagen. Deswegen, was ich hier erzähle, mache ich mit dem Hintergrund, dass ich einfach sehe, es gibt so viele alleinerziehende Mütter, so viele untervaterte Kinder, denen einfach der Vater fehlt,
und so viele kastrierte Männer da draußen. Deswegen, ja, und sehr viele vermännlichte Frauen, die aber nicht glücklich sind damit. Ja, das heißt, es ist sehr viel Unruhe hier reingebracht worden, ganz gezielt, ganz bewusst. Und wie gesagt, ist, was wir jetzt machen, ist nicht für jeden. Es ist auch Dinge dabei, die sehr stark triggern. Aber die triggern nur dann, wenn es Menschen hören, die, ich sag mal, beziehungstraumatisiert sind. Oder, ich sag mal, witzigerweise, ich habe ja dieses Thema auch schon mehrfach als Interview gegeben, die Kritik, wenn Kritik kommt, kommt meistens von Frauen. Finde ich sehr interessant, ja. Das sind dann meistens Frauen, die selber schlechte Beziehungserfahrungen gemacht haben, die dann sich dagegen wehren, wenn ich bestimmte Sachen sage. Ja. Umgekehrt sind auch viele Frauen dabei, die sagen, völlig richtig, was du sagst. Völlig richtig, was du sagst. Und das muss man halt ganz klar sagen. Es geht da nicht darum, jemanden hier irgendwas vorzuwerfen oder Schuld zu sprechen. Es geht einfach nur, ich versuche so neutral wie möglich, obwohl es hier sehr schwieriges, emotionales Thema ist, einfach nur diese Gesetzmäßigkeiten oder diese Grundprinzipien hier zu benennen. Und jeder kann sich selber raussuchen, was er möchte. Ja, aber es hat Trägerpotenzial, definitiv. Ja. Und wenn, dann seht es eher so als Heilung. Denn wenn Dinge angetriggert werden, dann werden sie bewusst. Und Heilung ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Heilung ist auch schmerzhaft, weil dann werden die Dinge bewusst, weil du vielleicht merkst, ich habe lange in meinem Leben nach einem falschen Glaubenssatz gelebt. Und deswegen habe ich vielleicht keinen Partner finden können oder was weiß ich. Ja? Oder, ja. Also das muss man auch so sehen. Das ist ein Thema, was sehr traumatisch belegt ist und gleichzeitig aber auch die größte Heilung bedarf. Das nur mal so als Vorrede. Ja. Ich bin bei dir. Lass uns mal ins Minenfeld gehen. Okay, gehen wir rein. Wir können ja mal so anfangen. Wir reden mal über die typischen Eigenschaften von urmännlich und urweiblich. Das ist sozusagen, das heißt mal, dass die beiden Pole beschreiben, für was die stehen. Und dann gucken wir uns den dynamischen Tanz ein bisschen genauer an. Und das ist dann meistens das Tretfeld, das Minenfeld. Also wenn wir mal sagen, das Urmännliche steht jetzt, sage ich mal, für Yang. Das kennen wir aus der chinesischen Lehre und das Urweibliche für Yin. Dann könnte man auch sagen, das urmännliche Prinzip ist das gebende Prinzip, das Aktive. Man könnte auch sagen, das Geistprinzip. Und wenn man es Elementen zuordnen wollte, dann steht das hier für Luft und Feuer, primär aber meistens für Feuer, für Hitze, für Licht, aber auch für Härte, Strenge und das Kämpferische, das Expansive, was nach außen sich richtet, was sozusagen die Welt erobern möchte, im Sinne von entdecken. Und erforschen, aber auch bereit ist, Risiko einzugehen, aber auch den Raum um sich herum zu formen, zu strukturieren, ja, nach Freiheit zu streben. Ja, das ist, sage ich mal so, das Urmännliche. Im Übrigen werden diese Urprinzipien auch in verschiedenen bekannten Symbolen zum Ausdruck gebracht. Das bekannteste ist das Yin-Yang-Symbol, aber wir haben zum Beispiel auch das Kreuz, also das griechische Kreuz, also wenn wir jetzt ein gleichschenkliges Kreuz haben, dann haben wir die vertikale Achse, das ist sozusagen das männliche Prinzip und das horizontale wäre das weibliche Prinzip. Dann haben wir das Hexagramm, diesen sechszackigen Stern, das sind zwei Dreiecke, eigentlich zwei Pyramiden, die wenn man die auseinanderzieht, die mit der Spitze verbunden sind, da haben wir eine geistige und eine materielle Pyramide. Ja, und das urweibliche ist entsprechend das empfangende Prinzip. Ja, also das ist sozusagen das Materieprinzip, die Natur, die gesamte Erde ist weiblich, wenn man so möchte. Also die Materie, die materielle Welt ist weiblich, so wenn man so möchte, die Natur. Entsprechend Elemente, also wenn man es in der Analogiebetrachtung betrachtet, also Wasser, Erde, das sind sozusagen die weiblichen Elemente. Es geht um Kälte, Dunkelheit, Nacht, wenn man das jetzt, also es ist Analogiedenken, was wir jetzt hier erstmal gerade machen. Mhm. Es geht sozusagen um das Lunare im Gegensatz zum Solaren beim männlichen Prinzip. Das Weibliche ist nach innen gerichtet, zusammenziehend, kontrahierend und steht auch für Dinge wie Entspannung, Genuss, Vergnügen, aber auch Schutz, Sicherheitsdenken und auch Konservierung des Status quo. Also man kann es auch, wenn man es analog betrachtet, die Materie ist träge. Die möchte sich eigentlich nicht verändern. Sie braucht quasi immer einen geistigen Impuls, damit sie anfängt, sich zu verändern, zu formen. Deswegen gibt es ja auch das Grundprinzip, die Materie folgt dem Geist oder dem geistigen Impuls. Das bedeutet, jetzt mal aufpassen, Trägerwarnung. Du darfst doch die Bomben nicht vorher ansagen. Entspricht,
Wenn das Materielle dem Urweiblichen entspricht und das Geistige dem Urmännlichen, dann heißt dieser Satz, das Urweibliche folgt dem Urmännlichen. Das Geistige formt die Materie, könnte man auch sagen. Prägt sie. Triggerwarnung. Können jetzt wieder einige missverstehen. Ich bin damit gut. Ich habe es jetzt mehrfach gesagt. Ich werde jetzt nicht jedes Mal Triggerwarnung sagen, nur für die Leute, die sich das Interview anschauen. Was bedeutet das, wenn man das jetzt auf eine Beziehung hochbringt? Ja? Wer folgt wem und bei was? Ja? Aber da kommen wir noch zu. Und es wäre schön, wenn es so wäre. Und da kommen wir dann aber im Verlauf zu, warum es gerade nicht so ist. Und ich glaube, dass ganz viele Frauen durchatmen und ausatmen und sich entspannen würden, wenn das die Männer auch wieder könnten. Richtig. Und das ist nämlich das Problem. Da muss man ganz klar sagen, wir haben im 20. Jahrhundert zwei furchtbare Kriege gehabt. Viele Männer sind umgekommen, viele Frauen waren dadurch alleine, schutzlos und die überlebt haben, waren schwerst traumatisiert und gar nicht mehr richtig beziehungsfähig. So. Was mussten die Frauen machen? Das Land wieder aufbauen. So. Das heißt, sie waren ja gezwungen, durch die äußeren Rahmenbedingungen mehr ihren Mann zu stehen. So, Trümmerfrauen, Land aufbauen, Kinder irgendwie großziehen. So. Und diese Situation hat sich über viele Generationen bis in die heutige Zeit letztendlich verselbstständigt. Ja, das heißt dann auch in den 60er Jahren mit der ganzen Emanzipationswelle, Pille und so weiter. Ja, wobei da auch eine Agenda hintersteht, muss man ganz klar sagen. Diese sogenannte Feminismus-Agenda, die moderne Form davon, ist gesteuert. Ist gesteuert. Geht ja jetzt dann noch deutlich weiter, aber gut, dann verfransen wir uns schon fast ans Ende. Ne? Wir sind noch mittendrin im Innenfeld. Richtig. Also gehen wir mal weiter. Bleiben wir erstmal, wir haben jetzt sozusagen die urmännlich-urweibliche Prinzip und man muss einfach verstehen, Mann und, jetzt können wir mal kurz den Sprung machen, Mann und Frau, die unterscheiden sich grundlegend im Denken, im Fühlen, im Handeln, in ihren Interessen, in ihrem Konsumverhalten, in ihrem Risikoverhalten, in ihrer Selbsteinschätzung und in ihren emotionalen Ausrichtungen. Das hat jetzt ganz viel was mit den Hormonen zu tun. Das ist einfach genetisch, Punkt aus. Da braucht man jetzt nicht diese ganze Geschlechterverwirrung und diese Diskussion, die ist sinnlos, weil es ist pseudowissenschaftlich, was da gemacht wird. Das ist einfach eine Ideologie, eine Propaganda. Ja, die Genetik, die Biologie ist eindeutig. Ja, es gibt, glaube ich, ungefähr 6.500 genetische Unterschiede zwischen Mann und Frau. So. Und das kann man jetzt nicht irgendwie nivellieren oder sagen, das gibt es nicht. Das kann man zwar behaupten, aber das ist idiotisch, ja, weil die Natur ist so, wie sie ist. Deswegen sage ich ja, wir dürfen die Natur nicht verleugnen, wir müssen sie nur richtig verstehen und dann annehmen, wie sie ist. Das ist ja der wichtigste Schritt. Das bedeutet also, aufgrund, Männer haben mehr Testosteron als Frauen im Durchschnitt, aber Frauen haben natürlich auch ein bisschen Testosteron, umgekehrt, Frauen haben mehr Östrogene, sind Frauen und Männer völlig unterschiedlich ausgerichtet. Also das kann man zum Beispiel sehen, Männer streben eher nach Autonomie und Freiheit und wollen dominieren. Frauen sorgen sich eher um das Wohl der Familie und tendieren eher zu Harmonie. Sicherheit, Harmonie, Fürsorge für andere, das können Kinder sein, das können andere Menschen sein, das können Tiere sein, das sehen wir ja, das ist ja offensichtlich. Guck dir die Berufsverteilung heutzutage an, da kann die ganze Quotenregelung, dieser ganze Schwachsinn nichts verändern. Die sozialen Berufe sind von Frauen dominiert. Ja, die Handwerksberufe, sage ich es mal ganz vereinfacht, sind von Männern dominiert. Das ist eine biologische Tatsache, das ist auch ein Fakt, das kann man nicht wegdiskutieren. Gibt es immer Überschneidungen, wie gesagt, es gibt auch bulgarische Hammerwerfer. Also deswegen, das ist, ne, das ist klar. Das heißt also, auch Jungen bevorzugen einfach aufgrund ihrer Genetik, ihrer Hormonprofile Spielzeuge mit einem technischen Charakter. Also Lego oder irgendwelche Sachen, was weiß ich, irgendwelche Transformers oder Flugzeuge. Die Werkbank, was zum Schrauben. Richtig. So. Und Mädchen? Barbie. Immer im Durchschnitt eher Spielzeug mit sozialem Charakter. Also Puppen, Tiere, ja, wo es also darum geht, um sich um andere zu kümmern. Ja, ist doch ganz, ganz klar. Genauso die Sexualität zwischen Mann und Frau ist auch grundlegend unterschiedlich. Ja. Das heißt, die Sexualität beim Mann ist eher so auf Eroberung aus und Aggression, aber nicht im Sinne Aggression, man muss mal den Worten immer aufpassen, deswegen muss ich es erklären, nicht im Sinne von der Schaum kommt ihm hier raus, sondern im Sinne von Aggression heißt ja nichts anderes als agredere auf Lateinisch. Herantreten, also aktiv sein, also sozusagen erobern. Ja. Und bei der Frau ist Sexualität völlig anders aufgrund der Hormone, nämlich mehr auf Wunsch nach Nähe, nach Zweisamkeit, nach Zärtlichkeit, nach Liebe, nach Kuscheln, ja, das ist eine ganz andere Ausrichtung.
Nicht immer, ist mir auch klar, aber nur so, damit man das Grundprinzip versteht. Und das hat sehr viel was mit unseren Hormonen zu tun. Und wir können auch hier schon sehen, es entsteht im Grunde eine Art von Konflikt. Der eine will dominieren, der andere will harmonieren. Das ist schon mal so ein bisschen entgegengesetzt. Und das ist so eine natürliche Spannung oder man könnte sagen, ein natürlicher Wertekonflikt, der auch letztendlich für Entwicklung sorgt, für Bewegung sorgt, wo man sich immer wieder neu quasi dynamisch wiederfinden muss. Das ist ja auch, denke ich mal, wenn man es versteht, gar nicht schlecht. So entwickeln wir uns aufgrund der Polarität, aufgrund des Spannungsgefälles, das wir haben. So. Das wäre erstmal so, ich sag mal so, die wesentlichen Punkte für das Grundlegende. Also man kann sagen, der Mann oder das Männliche ist, oder ja, sagen wir ruhig der Mann ist das verkörperte Geistprinzip und die Frau ist das verkörperte Liebesprinzip. So. Und es geht niemals darum zu sagen, das eine sei wichtiger als das andere, sondern da hat man sich verstanden. Es geht hier um einen dynamischen Tanz und beide brauchen sich. Sonst funktioniert die Schöpfung nicht, sonst funktioniert unser Kosmos nicht. Der funktioniert nämlich genau auf diesen Satz. Deswegen kann man sagen, wir haben überall im Alltag treffen wir Sexualität an. Wir haben eine sehr beschränkte Sichtweise von Sexualität, deswegen sage ich, die Interaktion zwischen diesen beiden Urprinzipien ist bereits die Sexualität. Deswegen kann man auch von einem geschlechtlichen Universum sprechen, in dem Sinne. Ja? Überall, wo Beziehungen, wo Austausch stattfindet, haben wir eine Art von Sexualität. Wir bezeichnen es nur nicht so. Deswegen können wir ja von Beziehung sprechen oder von Kommunikation oder Interaktion, aber es findet immer ein Austausch zwischen diesen beiden Polen statt. Das ist das, was das Leben am Leben hält, am Laufen hält. Und das müssen wir erkennen und respektieren. Und nicht anfangen jetzt zu sagen, wir machen uns unsere eigene Ordnung. Und das ist ja das Absurde, was wir heute sehen können. Aufgrund einer ideologisch motivierten Agenda wird versucht, diese Polarität künstlich erstmal ins Gegenteil zu verkehren und sogar aufzuheben. Mit dem Ziel, dass am Ende weniger Menschen sich fortpflanzen. Weil das ist das Ziel. Es geht immer um die Zerstörung der Familie, weil die Familie ist die Keimzelle für jede Art von Gesellschaft, Gemeinschaft und so weiter. Und wenn eine Familie so angegriffen wird, seit vielen Jahrzehnten, wie wir es im Westen haben, es sind Informationswaffen, die uns hier verwirren sollen, speziell die Kinder. Weil Erwachsene kannst du nicht mehr so leicht verwirren, aber Kinder sehr wohl. Deswegen zielt es jetzt ja auch mit der Frühsexualisierung der Gender-Agenda auf die Kinder, auf die in den Krippen, in den Kindergärten beziehungsweise in den Schulen. Das ist das Ziel dahinter. Man möchte die Familien zerstören und damit letztendlich die Grundlage schaffen für eine entwicklungs- und bindungstraumatisierte Gesellschaft, weil bindungstraumatisierte Menschen sind leichter zu kontrollieren. Das sind sozusagen die Egoisten. So, wir sind eine egoistische Gesellschaft und leider sind heute viele Beziehungen scheitern aufgrund des Egoismus, den es gibt auf beiden Seiten. Und in den Weisheitslehren wird auch ganz klar gesagt, die Familie, das Konzept Familie hat einen wichtigen Zweck. Wenn man das mal verstanden hat, dann kann man Familie ganz anders sehen. Und zwar, Familie dient dazu, das Ego klein zu halten. Denn nur wenn du dein Ego zurücknimmst, weil du musst in deiner Familie ja Kompromisse eingehen und füreinander da sein, sonst funktioniert es nicht, kommst du quasi zu deinem wahren Wesen, zu deinem Selbst. Du dienst. Familie heißt dienen. Wir dienen einander gegenseitig. Wir helfen uns gegenseitig zum Wohle letztendlich auch der Kinder, aber auch zum gegenseitigen Wohle. Wenn aber Beziehungen aufgrund von Mangel und Egoismus eingegangen wird, funktioniert es nicht. Ja? Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten, speziell für einen Mann. So wird es beschrieben in den Schriften. Entweder er gründet eine Familie, das ist die größere Herausforderung, auch für die spirituelle Entwicklung, oder er wird Mönch. Alles andere, so ein Liebhaberleben, führt in die Degeneration, weil das ist nur Dienst an den eigenen Geschlechtsorganen, Dienst am Ego, wenn man so möchte. Das wird also nicht empfohlen für einen Mann, wenn der sich spirituell entwickeln soll, muss er Verantwortung übernehmen. Und entweder gibt er sich dem Dienst zu Gott hin, vollkommen, oder er gründet eine Familie und stellt sich dann auch in den Dienst. Nicht nur der Familie, aber eben auch, weil das ein Teil davon ist, um das Ego klein zu halten. Ja, das muss man erstmal so verstanden haben, dieses Grundprinzip. Und dann guckt ihr die heutigen, also ich versuche mal ein Ideal zu skizzieren, deswegen, weil wir brauchen heute wieder ein Ideal, an dem wir uns ausrichten können und orientieren können. Und das ist ja, das siehst du ja, wir haben ja eine weit verbreitete, nicht nur Bindungslosigkeit, sondern dahinter versteckt sich ja was völlig anderes, nämlich eine Orientierungslosigkeit. Mhm. Und zwar, was die ganz grundlegenden Aspekte des Lebens angeht. Wer bin ich? Wo komme ich her? Was ist Lüge? Was ist Wahrheit? Wo stehen wir? Wo wollen wir hin? Ja. Und wenn man Kinder bereits so früh verwirrt,
sind sie orientierungslos. Und Kinder kann man prägen und programmieren, muss man ganz klar sagen. Und das Problem ist ja, dass schon genug Vorarbeit in den letzten Generationen geleistet wurde. Ja. Denn sonst würden ja jetzt die Familien mit den jungen Kindern, wo irgendwelche Lesungen von irgendwelchen, weiß ich nicht, Drag Queens und sowas stattfinden sollen, würde es gar nicht stattfinden können, wenn Richtig. Die Eltern und die Großeltern bewusst genug wären. Aber es ist schon alles so zugemacht und so vermüllt, nenne ich das mal, dass das jetzt überhaupt eine Chance hat, dass es passieren darf. Das ist, es ist viele, Agenda, viele Jahre Vorarbeit. Seit 200, über 200 Jahren. Ja. Ja. Adam Weishaupt, der Gründer des Illuminatenordens, hat mal folgenden Satz wohl gesagt. Kontrolliere die Frauen und du kontrollierst die Bevölkerung. Wenn du die Frau kontrollierst und gegen den Mann aufhetzt, zerstörst du die Familie. Weil die Frau erhält die Familie, der Mann gründet die Familie, die Frau ist das, was sozusagen die Familie zusammenhält. Sie ist das Beziehungswesen, was die Familie zusammenhält. Und wenn du die Frau gegen den Mann aufstellst, zerstörst du die Familie, damit die Grundlage für überhaupt für Kinder und damit natürlich auch die Grundlage für eine bindungsbasierte Beziehung für die Kinder. Ja, dadurch sind die Kinder alleine oder schutzlos, orientierungslos, weil der Vater vielleicht fehlt. Ja, und die Frau ist dann nicht in ihrer Weiblichkeit, sondern geht in die Männlichkeit und. Diese Agenda läuft seit mindestens 240 Jahren. So lange gibt es den Illuminatenorden, ob nun offiziell oder nicht mehr. Aber wir sehen, dass diese Agenda immer noch funktioniert. Ja. Die wird vorangetrieben von bestimmten Kreisen. So, die werden ihre Agenda nicht ändern. Also müssen wir alle diese Agenda durchschauen und aktiv uns dagegen stellen und sagen, nein, wir orientieren uns an der göttlichen Schöpfungsordnung. Die ist nämlich vorgegeben. Und die können wir nicht leugnen. Wenn wir es tun, haben wir alle drunter zu leiden. Allen voran dann natürlich auch die Kinder, aber erstmal auch wir selber. Das muss man mal ganz klar hier auch sagen. Mhm. Es läuft eine ganze klare Agenda und wer Augen hat und sehen kann, kann sie sehen und erkennen. Und da sind diese Drag Queens, sage ich mal, nur eine klitzekleine Spitze von einem viel größeren Prozess, der schon viel länger läuft. Genau, ja? Das war jetzt auch nur. So, und das müssen wir erstmal verstanden haben, sonst haben wir ja keinen Bezugspunkt für dieses, aus meiner Sicht, das wichtigste Thema überhaupt. Ja? Also dieses Thema ist noch vor dem Schulthema. Sage ich mal so, angesiedelt. Absolut vor dem Schulthema, weil das, was dann auch aus dem männlich-weiblichen sozusagen wieder entspringt, richtig, ist ja dann das Fortlaufen und das ist ja das, sich dann auch vermehren, ne? Richtig, richtig, ja. Und wir können ja mal jetzt über diese Beziehungsgesetze sprechen, so dass es noch ein bisschen dynamischer wird. Und dann gucken wir uns mal an, wie das heute aussieht. Dann sehen wir nämlich den Unterschied, warum es heute nicht funktioniert bei vielen. Oder nach kurzer Zeit wieder auseinandergeht. Und die Leidtragenden sind dann halt die Kinder, die dann plötzlich sich irgendwie dazwischen befinden und entscheiden müssen oder auch eigentlich gar nicht können, weil sie eigentlich innerlich zerrissen sind, wenn die Eltern sich trennen. Also die Basis einer Beziehung. Also das, was ich jetzt hier so ein bisschen vortrage oder ein bisschen vorstellen möchte, sind wirklich Uressenzen, die ich mir auch über viele Jahre, sag ich mal, so recherchiert habe. Und ich habe sie versucht, auf sehr einfache Schlüsselsätze runterzubrechen, mit denen man dann natürlich sehr viel machen kann. Also die Basis einer guten Beziehung lautet, der Mann beschützt die Frau physisch und die Frau beschützt den Mann psychisch. Das ist ja bekannt, wenn Frauen für ihre Männer beten und die Männer sind in den Krieg gezogen, dann waren diese Männer irgendwie geschützt. Ein energetischer Schutz. Weil die Psyche der Frau ist 6, 7, 8 Mal stärker als die eines Mannes. Natürlich kann auch eine Psyche der Frau den Mann zerstören oder ihn zumindest schwächen, wenn sie grollig und hysterisch reagiert. Ja, muss man auch sagen. Also wenn sie sozusagen ihre Fähigkeiten gegen den Mann einsetzt. Man muss es immer so sehen, diese Eigenschaften können einmal, ich sag mal, positiv verwendet werden, genauso negativ. Deswegen polares Wechselspiel. Ne? Aber das wäre sozusagen die Basis. Der Mann beschützt die Frau und die Familie physisch und sorgt auch für das Wohlergehen physisch. Und die Frau ist sozusagen das Bindemittel, was die Familie zusammenhält, nämlich er schafft eine Atmosphäre, eine heimische Atmosphäre, in der sich alle wohlfühlen, in der sich alle aufladen können, regenerieren können, genährt werden. Ja? Das ist sozusagen die Basis. Und jetzt können wir mal ein Ideales skizzieren, damit es noch klarer wird für einen Mann. Jetzt nicht mehr männlich, sondern Mann und Frau. Und dann haben wir sozusagen die Pole für das dynamische Wechselspiel. Also nochmal ganz klar, Männer
damit wir einfach mal verstehen, also die Frauen verstehen, Männer sind nicht emotionslos oder emotionskühl, sondern Männer denken einfach anders. Männer denken eher lösungsorientiert und Frauen denken eher prozessorientiert. Ein Mann ist in der Lage, das Denken und das Fühlen zu trennen. Er kann die Gefühle kurz beiseite schieben und kann sehr klar die Dinge benennen. Eine Frau hat da Schwierigkeiten mit, was nicht schlimm ist, aber muss es nur verstehen. Es heißt aber nicht, wenn eine Frau dem Mann vorwirft, du zeigst mir deine Gefühle nicht, du fühlst ja gar nichts und so weiter, dass der Mann gefühllos ist. Nein, der Mann kann das einfach. Der kann tatsächlich diese Trennung machen. Das muss er auch machen, damit er immer den Überblick behält, ja, und sich sozusagen auch, wie soll ich sagen, den äußeren Schutzrahmen schaffen kann und immer weiß, was auch in der Gesellschaft abgeht. Ja? Weil das, was in der Gesellschaft abgeht, hat ja unmittelbaren Einfluss auch auf das, was in der Familie abgeht. Also die Außenpolitik in der Gesellschaft hat Einfluss auf die Innenpolitik der Familie. Und der Mann ist das Verbindeglied zwischen dem Außen und dem Innen. Das heißt, er muss auch wissen, was in der Welt abgeht. Und er muss gucken, wenn da Gefahren von außen drohen, dann darf er da nicht emotional jetzt, oh, ich kriege jetzt Angst. Dann muss er diese Gefahren analysieren und gucken, wie wir diese Probleme lösen können. Das ist seine Aufgabe. Lösungsorientiertes Denken. Er ist ein Tunnelwesen. Er ist auch mit seinem Denken zukunftsorientiert. Das heißt, er guckt in die Zukunft und schaut, was können sich da für Entwicklungen, für Trends abzeichnen und wie kann ich vielleicht diese Trends auch nutzen, um es für meine Familie ein Wohlergehen zu erzeugen oder wo muss ich mich jetzt schon anpassen, weil ich sonst in Zukunft Probleme kriegen werde. Also er ist mit seinem Denken eher in die Zukunft ausgerichtet. Man kann auch sagen, und die Frau ist natürlich meistens in der Gegenwart und vielleicht in der Vergangenheit und in den Beziehungen und ist da sehr stark, ja, logisch. Aber jetzt kommt was Wichtiges für die Dynamik. Der Mann braucht von der Frau die Liebe. Und die Frau braucht vom Mann das Wissen. Ja, das sind alles Triggersätze schon, aber ist halt so. Genauso kann man auch sagen, der Mann ist für die Frau die Brücke zum Geistigen. Und die Frau ist für den Mann die Brücke zur Natur. Weil die Frau aufgrund ihrer Struktur stärker mit der Natur, mit der Materie verbunden ist. Mhm. Der Mann dient dem Göttlichen. Das heißt, seine Bewusstseinsausrichtung, sein Vektor ist aufs Geistige ausgerichtet, auf das Ideal im Göttlichen. Und ich finde, das Männlichkeitssymbol, was wir alle kennen, diesen Kreis mit diesem nach oben gerichteten Pfeil, verkörpert das sehr gut. Wir haben den Schutzkreis, der sozusagen die Familie beschützt. Und wir haben den Vektor, der nach oben zeigt, schräg nach oben. Der also zeigt, wohin die Ausrichtung geht. Denn die Aufgabe des Mannes ist es letztendlich, die Wesen um sich herum mitzuziehen in die höheren geistigen Welten. Eine Vision zu kreieren, die für alle anstrebenswert ist. Eine Perspektive zu schaffen, wo alle sich darauf freuen können. Das ist seine Aufgabe. Er zieht sozusagen alle hinter sich her in diese Richtung. Dafür braucht er natürlich die Unterstützung der Frau. Aber er ist derjenige, der die Vision reinbringt. Er ist derjenige, der diese Ausrichtung macht, der diese Ideale verkörpert, der diese Werte vermittelt. Das ist seine Aufgabe. Um letztendlich Entwicklung nach oben zu haben, ins Geistige. Weil wir sind auf der Erde auf einem Planeten gelandet, wo wir, man sagt nicht umsonst, Planet der Entscheidung, sowohl die dämonischen Kräfte als auch die göttlichen Kräfte vertreten sehen. Und wir werden hier von beiden Seiten getestet auf unterschiedliche Art und Weise und wir können hier entweder aufsteigen oder wir können hier degenerieren. Ganz einfach. Momentan sehen wir eine Gesellschaftsordnung, wie wir sie haben, die degeneriert, auf höchstem Niveau. Weil die dämonischen Kräfte momentan in den letzten 200 Jahren die Bühne bekommen haben. Das ist eine satanische Agenda, die wir hier sehen. So. Das heißt, der Materialismus vorherrschend, die Yin-Energie ist vorherrschend, das Weibliche dominiert, aber nicht das eigentliche Weibliche, sondern das Weibliche ist jetzt in Position gebracht worden, wo es eigentlich gar nicht hingehört. Genau, von der Natur. Siehe Politik und so weiter. Ja. Ja. Und wir sehen ja überall feministische Außenpolitik als Beispiel. Ich brauche da gar nicht viel erzählen. Wir sehen es ja jetzt momentan, weil alles, was unsere Vorgängergeneration aufgebaut haben, wird innerhalb von 2-3 Jahren wird zerstört gerade. Die Industrie wird zerstört, die Bildung wird zerstört. Ja, alles wird hier zerstört in diesem Land. Das ist die Agenda, die wir gerade haben. So. Und es ist aber das deswegen, Unbewusste, was wirkt. Es ist das Unbewusste, was wirkt. Ja, ja.
Das ist das Unbewusste. Also auch die Frauen, die auf Position gebracht wurden, um die Zerstörung auszuführen, sind ja nur Marionetten von. Das ist klar. Das ist völlig klar. Das muss uns ja auch klar sein. Das ist nämlich der Punkt. Es gibt nämlich da auch, da kommen wir vielleicht noch zu, ich habe noch so ein paar mehr Schlüsselsätze, die auch sehr triggern, und da sind auch unter anderem solche dabei. Ich würde das gerne noch hier zu Ende machen, diesen einen Unbedingt. Punkt, weil dann ist es rund. Also, Unbedingt. Hat er gesagt, der Mann dient dem Göttlichen. Das heißt, seine Ausrichtung ist auf das Göttliche. Die Frau wiederum ist die Gefährtin des Mannes, die unterstützt den Mann. Wenn ich nämlich sage, die Frau dient dem Mann, Triggersatz, Triggerwarnung, ja. Man muss verstehen, was dienen bedeutet. Wenn jemand sagt, ich übernehme Verantwortung, dann ist er automatisch in einer dienenden Haltung. Und eine dienende Haltung minimiert das Ego. Wer jetzt anspringt auf dient dem Mann, um Gottes Willen, hat eine traumatisierte Beziehungserfahrung und ist sehr stark in seinem Ego, in seinem verletzten Ego, wenn er da so angetriggert ist, ja? Muss man ganz klar sagen. Und jetzt kommen noch zwei wichtige Sachen, um auch mal zu verstehen, warum Männer und Frauen so unterschiedlich sind. Ein Mann entwickelt sich schneller, wenn er das Gefühl hat, frei zu sein. Und eine Frau entwickelt sich schneller, wenn sie das Gefühl hat, geschützt zu sein von einem Mann oder von einer Situation oder geborgen zu sein. Also eine Richtung so, eine Richtung so. Das ist leider dieses Polaritätenspiel. Der Mann sucht die Freiheit, die Frau sucht den Schutz. Wenn ein Mann sich jetzt nur mit der Familie beschäftigt und sich nur auf die Frau ausrichtet, also seinen Vektor nicht mehr hier hat, sondern in diese Richtung hat, dann degeneriert er. Dann ist er nicht mehr sozusagen das Zugpferd, sondern er wird dann sozusagen zum Pantoffelhelden, langfristig. Und bei vielen Männern beobachte ich das, gerade ältere Ehepaare, da haben die Männer eigentlich schon aufgegeben. Gerade bei Älteren siehst du immer, dass die Frau agiler ist, dominanter ist und die Männer sind so ein Anhängsel. Und die sterben im Schnitt auch 5 bis 7 Jahre früher als die Frauen. So, hat Gründe. Das heißt, wenn der Mann seiner eigentlichen Bestimmung nicht folgt, degeneriert er. Nimmt weibliche Form an, kriegt seinen Bierbauch, ja, also dieses Verweiblichung auf hormoneller Ebene passiert ja letztendlich. Es ist eine Kastration des Mannes, die dann stattfindet. Und weil wir nicht darin geschult sind, sondern viele Leitlinien, die wir heute als empfehlenswert vermittelt bekommen, ganz subtil, sind eigentlich Leitlinien, die für Frauen gut geeignet sind, aber nicht für Männer. Und wenn die Männer das nicht rechtzeitig erkennen, dann geraten sie sozusagen unter diesen Einfluss und verlieren ihre Männlichkeit. Und verlieren dann aber auch in den Augen der Frauen ihre männliche Attraktivität. Das ist das Verrückte. Das heißt, am Ende degeneriert nicht nur der Mann, sondern die Frau auch, weil sie hat niemanden mehr, der ihr eine klare Richtung vorgibt. Und wenn die Frau dann glaubt, sie weiß alles selber besser, ja, dann muss man mal gucken, wo es dann hinführt. Dann muss sie nämlich in die männliche Rolle reinschlüpfen und das tut ihr überhaupt nicht gut. Und das sehen wir sehr, sehr viel. Es gibt, glaube ich, in Deutschland, also die Zahl, die ich jetzt im Kopf habe, 1,4 Millionen Kinder, die alleinerziehend, also die von alleinerziehenden Elternteilen, meistens ja Frauen, großgezogen werden. Das heißt, diese Frauen haben eine Doppelbelastung, weil ihnen der Schutz fehlt. Und der sogenannte Staat bietet diesen Schutz nicht wirklich. Ja, das ist, dass du vielleicht nicht verhungerst, aber das ist ein Witz, was hier passiert. Ja? Das heißt, die Familien, es wird alles getan, um Familien kaputt zu kriegen. Das muss man hier ganz klar benennen. Und nur wir als Kollektiv können dagegen uns sträuben und dagegen uns wehren, indem wir es erstmal benennen und verstehen, wie die Mechanismen sind und wie jeder von uns auch einen Beitrag dazu geleistet hat, aus Unwissenheit, aus Unbewusstheit. Und umgekehrt, wie wir dann uns dagegen stemmen können, indem jeder wieder seine ihm vorherbestimmte biologische Rolle einnimmt. Was dazu gehört aber der Wunsch auch, erstmal das anschauen zu wollen. Also erstmal das Feststellen, dass etwas nicht stimmt, ja? Dann eine Analyse von sich selbst. Okay, was ist denn da los? Also wieder dieses Erkennen, Verstehen, Verändern können. Richtig, richtig. Und jeder bei sich selber. Und dann, du hast es eben ja auch gerade gesagt, also der Mann geht in die falsche Richtung und es macht einen Schaden für beide. Aber letztendlich können beide ja nur miteinander. Also es geht ja nur dann auch gemeinsam zu heilen. Ja. Ich würde gerne mal... Eine ganz schwierige Angelegenheit, wie ich finde. Also wenn du mir da eine Lösung noch mitgebracht hast, wäre ich ja ganz froh. Die Lösung habe ich eigentlich schon gesagt. Das Problem ist das Ego. Das Ego ist die Spielwiese der satanischen Kräfte. Mhm. Wir haben momentan eine sogenannte Individualethik. Das heißt,
grenzenlose Freiheit, Liberalismus, jeder kann machen, was er will, grenzenlose Freiheit. Und das zerstört gerade die althergebrachten traditionellen Strukturen. Und es wird ja auf diese alten Strukturen, in Anführungszeichen, sagen wir es mal, die bewährten Strukturen immer sehr negativ geschaut. Und im Grunde müssen wir jetzt erstmal wieder rausfinden, wie Familie eigentlich in Zukunft funktionieren kann und funktionieren soll. Es werden ja unzählige Modelle versucht in Konstellationen, aber es wird kaum geschaut, wie das, was das für psychische Auswirkungen hat auf die Kinder. Ja, also diese Verwirrung, diese Orientierungslosigkeit. Ja. Und es wird immer alles schön geredet. Aber wenn man das mal ganz nüchtern betrachtet, und deswegen will ich ja beide Pole hier gerne gestärkt sehen, weil wir kommen nur aus der Nummer raus, die Lösung heißt, jeder muss in seine Polarität wieder rein. Der Mann muss so zum Mann werden und die Frau muss zum Weib werden, zum echten Weib. Und raus aus diesem komischen Gespielchen da. Und dann würde es funktionieren. Und deswegen würde ich gerne nochmal, um da diese Klarheit reinzubringen, nochmal ganz klar sagen, was sind Merkmale wahrer Männlichkeit und was Frauen bei Männern anziehend finden. Das hat eine Frau, ich habe das mal im Internet gefunden, das fand ich sehr schön, was eine Frau an einem Mann attraktiv findet. Weil wenn sie das hat, einen Mann an ihrer Seite, kann sie automatisch in ihre Weiblichkeit gehen. Das wird sie tun. Sie wird sich freuen, wenn sie das darf. Weil sie ist ja sonst auch so in so einer angespannten Situation, weil sie muss ja in der männlichen Konkurrenzkampfarena, das Wirtschaftssystem ist, läuft männlich. Das ist ja Konkurrenz, da musst du dich durchsetzen können. Und das ist total antiweiblich. Also Merkmale wahrer Männlichkeit. Ein Mann ist ein Beschützer, Versorger, ein Ruhepol und ein Chaosbeseitiger. Chaosbeseitiger heißt, er bietet Orientierung. Setzt immer voraus, dass er sich selber geschult hat, dass er auch einen Mentor hatte, einen männlichen Mentor, an dem er auch letztendlich gereift ist. Ein Mann ist nicht per se ein wahrer Mann, wenn man einfach nur, ich sag mal, geschlechtlich ein Mann ist. Man muss geschult werden. Früher wurden Jungs in diesen Prozess initiiert. Und die Stufen waren folgendermaßen. Erst bist du ein Junge, dann wirst du zum Mann, dann wirst du zum Ehemann und dann wirst du zum Vater. Und das sind Stufen, das sind Initiationsprozesse. Bei der Frau, Mädchen, Frau, Ehefrau, Mutter und dann später Großmutter und Großvater. Das sind diese, ja, die heutige Gender würde sagen, sind ja nur Rollen. Nein, das sind keine Rollen. Das sind, wie soll ich sagen, biologische Abläufe, die mit einer Veränderung auch unserer Physiologie, Hirnphysiologie einhergehen. Ja? Das heißt also, wir brauchen natürlich, um diese Polarität wieder zu stärken, brauchen wir echte Männer, starke Männer, die wissen, was ihr Verantwortungsbereich ist, damit die Frauen das weibliche Prinzip, das passive Prinzip, das sich ja anpasst, in ihre Rolle gehen kann. Sonst funktioniert es nicht. Das heißt, der Mann hält die Familie und die gesamte Gesellschaft in Ordnung. Also auf gut Deutsch, er stellt die Regeln auf und sorgt dafür, dass sie eingehalten werden. Er ist mutig, führt sich selbst nur auch andere und trägt Verantwortung. Ich weiß, viele werden jetzt sagen, ja, Raik, toll, was du sagst. Ja, solche Männer sind heute nicht die Mehrheit. Das ist mir völlig klar. Deswegen muss ich auch hier betonen. Ich will hier einfach mal ein Ideal skizzieren, an dem wir uns alle orientieren können. Das ist einfach so. Sonst haben wir keine Orientierung. Ein Mann ist derjenige, der sich spirituell vervollkommnet, nach Höherentwicklung strebt, ein gutes und erstrebenswertes Vorbild für seine Kinder ist. Er ist bereit aufzuopfern, zu dienen und geduldig zu sein. Er hat einen edlen Charakter, innere Stärke und Standfestigkeit. So. Was finden Frauen an Männern attraktiv? Kann man sich auch mal schlau machen. Sehr interessant, nämlich genau solche Eigenschaften. Mut, Entschlossenheit und Führungsqualitäten. Ein Mann, der für sich einsteht, klar seinen Weg sieht und ihn trotz Hindernissen und Widerständen mutig geht. Ein Mann, der unendlich viel Geduld hat, vor allem auch mit Frauen. Attraktiv. Ein Mann, der ein hohes Verantwortungsbewusstsein hat, Bescheidenheit und Ehrlichkeit mit sich selbst, der den Drang zu ständigen inneren Weiterentwicklung in sich hat, der ein Visionär für die Familie und auch die Gesellschaft ist. Und wir haben heute eine chaotische Gesellschaft. Wir brauchen mehr Visionäre, die wieder Ordnung, wieder Vorbildfunktion haben. Ein Beschützer und ein Versorger für die Familie, ein Krieger im Herzen mit selbstbewussten Auftreten. Das ist, was eine Frau, eine richtig weibliche Frau, attraktiv an männlichen Gegenpart empfindet, hat eine Frau so gesagt. Ja. Mhm. Und jetzt guck dir an, wie das heute ist. Heute wird alles gleich gemacht, verdreht. Ja. Heute sollen die Frauen eben die Führungsqualitäten haben. Sie sollen jetzt ihren Mann stehen, sie sollen sich unabhängig machen finanziell und so weiter. Und so weiter und so fort. Sie sollen alles machen für Beschützer und Versorger für die Familie gleichzeitig sein. Ja. Sie sollen die Kinder erziehen und. Sie sind völlig überlastet damit. Warum? Aber die Frauen wollen das doch gar nicht. Also zumindest mit den Frauen, mit denen ich so spreche, kommt ganz klar immer raus, sie würden sich sehr
freuen, wenn sie wieder richtig Vibe sein könnten. Und absolut. Das, du hast es eben schon angesprochen, das, was du als Fakten eben zu dem besonderen Mann gebracht hast, das verkörpern viele gar nicht. Und das ist der Punkt, weil die Männer nicht da sind. Das genau. ist der Punkt. Weil die Männer nicht da sind, die genau sich dieser Sache bewusst sind. Die sind nicht geschult. Das ist genau das Problem. Warum? Weil viele Männer, Jungs, in einem weiblichen Umfeld groß geworden sind, weil sie eben von Müttern erzogen wurden. Sie haben sich psychisch noch nicht abgenabelt von den eigenen Müttern und wissen gar nicht, was Mannsein wirklich bedeutet, weil der Vater nicht da war, weil die Bevaterung gefehlt hat. Das ist das Problem. Das ist alles aus meiner Sicht die Folgen von den Kriegen. Ja? Gerade Zweiter Weltkrieg, 5 Millionen Tote, also Soldaten, tote Soldaten, ja. viele Traumatisierte, Vergewaltigung, all das. Ja? Und das sind Sachen, die haben sich fortgesetzt. Plus eine Veränderung, ich sage mal, in der Politik, gerade so ab den 70er Jahren, wo mehr und mehr das Weibliche, sag mal, vorne gebracht wurde, aber nicht wirklich das Weibliche, sondern ja Frauen verdreht. Wurden männliche Rollen gebracht. Genau. So. Warum? Naja, um das Wirtschaftssystem am Laufen zu halten, um die Kinder frühzeitig in ihre Obhut zu kriegen, sprich, mehr Kindergärten wurden gebaut, die Frauen durften dann arbeiten gehen, es wurde ihnen schmackhaft gemacht, Karriere zu machen, finanziell unabhängig zu sein vom Mann, was ein blödsinniger Gedanke, weil man ist immer abhängig. Abhängig, genau. Aber ich finde das mal lustig, wenn bist du immer abhängig. Ja, ich will nicht abhängig sein finanziell von einem Mann. Dann brauche ich nur fragen, arbeitest du irgendwo? Ja. Hast du einen Chef oder eine Chefin? Ja, einen Chef. Also bist du von dem abhängig. Aber der liebt dich nicht. Der wird dich vielleicht fallen lassen, wenn die Firma schlechte Wirtschaftslage hat. So. Und darüber machen sich viele überhaupt keine Gedanken. Und das Problem sind die Männer. Naja, was heißt das Problem? Es geht mir nicht um Schuldzuweisung, aber wir müssen an dem Pol der Männlichkeit anfangen, weil wir haben zu wenig echte Männer. Also ich glaube, es braucht Männeruniversitäten oder Männerakademien, damit es irgendwie... Ja, es braucht echte also, männliche Vorbilder. Das wollte ich damit gesagt haben. Mehr Vorbilder. Weil die Jungs, die suchen instinktiv nach männlicher Orientierung. Das tun sie. Und weil es nicht so in diesem Maße gibt, orientieren sie sich untereinander, es bilden sich Gangs, da hast du einen Gangleader, der sozusagen das größte Arschloch ist, der macht den größten Blödsinn und das wird dann als männlich interpretiert oder man orientiert sich an irgendwelchen Filmstars und irgendwelchen Film- und Klischee-Rollen, wo die gar nicht wissen, das ist so eine Außendarstellung, man muss viel Muckis haben, deswegen bin ich ein Mann. Nein, du bist nicht deswegen, weil du Muckis hast, ein Mann. Ein Mann hat eine ganz andere Sichtweise auf die Welt, der hat eine ganz andere Denkweise und um diese geht es. Und die ist nicht geschult, die wissen gar nicht, wie sich das anfühlt, ein Mann zu sein. Weil sie in einem weiblichen Umfeld groß geworden sind, weil sie bis 20 bei der Mutter gelebt haben, wie sollen sie echte Männlichkeit haben, wenn sie kaum männlichen Kontakt hatten? Sie wurden von sehr vielen Frauen in der Schule betreut. Ja, vielleicht haben sie dann mal einen Sportlehrer gehabt oder im Sportverein jemanden, einen Trainer. Da konnten sie so ein bisschen sehen, okay, was heißt Disziplin, was heißt Grenzen setzen, was heißt klare Kante fahren und so weiter. Also männliche Eigenschaften und Qualitäten. Dann haben sie vielleicht noch ein bisschen Orientierung. Aber viele haben das nicht mehr. Da liegt das Problem aus meiner Sicht. Deswegen haben wir heute die Situation, die wir in der westlichen Welt haben. Es fehlen die starken Männer. Wie kriegen wir die Kuh vom Eis, Raik? Das ist ja. Dass wir das uns eingestehen und aufhören, die Geschlechter gegeneinander auszuspielen, sondern dass auch die Frauen, sag ich mal, die Söhne haben, auch sich mal Gedanken darüber machen sollten. Ich hatte mich mal meine Mutter auch gefragt, sie ist auch alleinerziehend und meinte, ja, kann ich den Vater ersetzen? Habe ich zu ihr gesagt, das kannst du nicht. Nein. Das ist auch nicht deine Aufgabe, ja. Ich weiß, viele Väter drücken sich vor der Verantwortung. Das ist nicht einfach. Ich kann jetzt auch keine Patentlösung geben, aber ich kann nur die Männer, die sich das hier anschauen, ermutigen, Verantwortung für ihre Kinder zu übernehmen. Sowohl für die Jungs als auch für die Töchter. Ganz wichtig. Denn auch Töchter, die nicht ausreichend bevatert wurden, denen fehlt die Orientierung. Naja, da gibt es ja dann die schönen Modelle. Das wären dann gerne auch mal hysterische Damen, die dann im Verlauf ihres Größerwerdens gerne zu so Model-Contests oder sowas. Da kann man ganz viele Vaterthemen finden in diesen Gruppierungen, sag ich mal. Aber da sind wir wieder bei Prägephase von 0 bis 7. Ne? Jetzt wollen wir ja beim Männlein, Weiblein oder bei den Prinzipien nochmal bleiben. Dann sind wir aber in diesen Gruppierungen oder in dieser Idee, dass eigentlich es wieder Männerrunden geben sollte. Auf jeden Fall. Es ist schon ein Punkt für die Heilung, ja. Und Frauenkreise, richtige Weiberkreise. Mhm. Frauen, ich habe jetzt abschließend vielleicht noch so ein paar Schlüsselsätze, die sehr stark triggern könnten, aber die zeigen eigentlich, worum es geht.
Und wenn man da jetzt ganz heftig drauf reagiert, vor allen Dingen als Frau, also das erlebe ich immer, dass eher Frauen darauf heftig reagieren, also so die sehr emanzipiert tun oder wirken, die haben da, sag ich mal, die größten Wunden zur Heilung zu bringen, weil sie einfach die reagieren ja nur so, weil sie einfach schlechte Beziehungserfahrungen gemacht haben. So. Du hast aber für dich, wenn ich das noch einmal bringen darf, bevor du mit den Sätzen kommst, heute oft die Triggerwarnung gegeben und du hast versucht, wirklich auf eine sehr charmante Art immer wieder auch den Frauen damit sozusagen, du hast sie versucht durchzutragen. Also ich bin jetzt mit dir an der Hand ganz wunderbar durch dieses Minenfeld und kann dir eigentlich nur lauter grüne Haken geben für all das, was du schon an Impulsen heute rausgegeben hast. Also von daher, du musst dich gar nicht so da fast entschuldigen. Gib die Sätze raus und wo es noch triggert, da triggert es. Das ist dann an die eigene Nase fassen, weißt du? Ja, fangen wir mal an. Erster Satz, es gibt keine Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Warum nicht? Muss man sich auch überlegen. Bindung ist immer hierarchisch. Jede Beziehung ist hierarchisch. Ein Tanz kann nur funktionieren, wenn einer führt. Das heißt, es kann ja mal einmal der Mann führen und einmal eine Situation gibt es, wo die Frau führt. Aber wenn alle beide führen wollen, dann knallt es. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Auch wenn der Gleichheitsfetischismus, der uns überall propagiert wird, uns sagt, das ist also. Die ignorieren ja die biologischen Tatsachen. Ja? Punkt aus. Es gibt diese Gleichberechtigung nicht. Wir müssen unsere Unterschiedlichkeit feiern und stolz darauf sein und das auch wirklich leben. Das wäre viel wichtiger. Jetzt kommt etwas, das ist heftiger. Das ist aber die Weisheit aus antiken Schriften, die sich mit solchen Beziehungsthemen, die wir hier schon jetzt durchsprechen, schon natürlich viel länger beschäftigt haben. Und zwar, sobald die Frau den Schutz des Mannes verlässt, begibt sie sich in die Unzucht. Damit ist gemeint, eine Frau darf niemals schutzlos sein. Jede Frau muss unter dem Schutz eines Mannes stehen. Erstens ist es der eigene Vater, später der Ehemann und ganz später die eigenen Söhne. Warum ist das so? Eine schutzlose Frau ist sehr anfällig für feinstoffliche Wesen, die ihrem Verstand irgendwelche sinnfreien Gedanken zuflüstern, die absolut nichts mit der Realität zu tun haben. Also sie werden verwirrt, geistig verwirrt. Und das ist das Problem. Und wir haben heute die Situation, die Frauen werden entweder von der Autorität eines Mannes oder von der momentan dominanten Ideologie in der jetzigen Gesellschaft geprägt. Was ist damit gemeint? Wir haben das gebende, aktive Prinzip und wir haben das empfangende Prinzip. Und entweder folgen die Frauen guten Männern oder sie folgen den ideologischen Programmen der Massenmedien, die wiederum von anderen Männern, denen diese Massenmedien gehören, auf uns sozusagen abgeregnet werden. Ja, zum Beispiel Feminismus, Liberalismus, Emanzipation, Child Free und was nicht alles für komische Sachen. Ja. Man muss auch dazu sagen, das beobachte ich auch, dass die Frauenfeindlichkeit meistens von Frauen selber ausgeht. Das ist das Traurige. Also ich kann als Mann nur sagen, ich würde mich viel mehr freuen, wenn Frauen in ihrer Weiblichkeit sind. Viel mehr. Würde mir persönlich viel besser gefallen. Jetzt kommt auch was Interessantes. Je weiblicher, statusreicher und energiegeladener die Frau ist, und wenn sie dabei auch noch aus einem reichen Elternhaus kommt, desto weniger Auswahl an Männern bekommt sie. Je mannhafter, statusreicher, geldreicher und energiegeladener der Mann ist, desto mehr Auswahl an Frauen bekommt er. Warum ist das so? Weil unbewusst wir immer nach einem höheren Status streben. Und wenn die Frau die Wahl hat zwischen einem Mann, der in einem höheren Status steht, und einem niederen Status in Bezug auf Familiengründung, dann wird sie sich unbewusst immer für den Mann mit dem höheren Status entscheiden. Logisch, der beste Nachwuchs soll ja auch kommen. So. Umgekehrt, wenn eine Frau jetzt sich da so präsentiert und sehr hohen Status hat, die wird sich ja nicht mit einem Mann in einem niederen Status unbedingt einlassen. Das heißt, es wird sehr schwierig, jemanden zu finden, der einen noch höheren Status hat. Das ist das Problem. Jetzt kommt was für die Männer. In einer gemeinsamen Wohnung oder im gemeinsamen Haus, zusammen mit einer Frau lebend, verliert sich der Mann als Mann. Das hängt damit zusammen, dass die Frau in ihrer Psyche wesentlich stärker ist als der Mann. Und wenn der Mann sich nur auf die Frau fixiert, auf die Familie und nicht auf seine Bestimmung in der Gesellschaft und in dem, was sein Leben ihm ja auch vorgibt, dann wird er nach und nach von der Frau beeinflusst.
Die Frau ist stärker psychisch als der Mann. Und das sehen wir in vielen Beziehungen. Denn wenn ein Mann sich entwickeln möchte, sollte er einen zu häufigen Umgang mit Frauen vermeiden. Denn in der Aura einer Frau entspannt sich der Mann und wird weich und sentimental wie ein Kind. Jetzt muss ich ein bisschen lächeln gerade. Ich weiß. Es muss nicht immer nur Schmerzen triggern, es kann manchmal auch zum Schmunzeln verführen. Jetzt kommt wieder ein schöner Satz. Wenn die Frau sich dem Mann nicht unterordnen möchte, hat sie die Neigung, fremd zu gehen. Wenn der Mann keine Verantwortung für die Frau übernehmen möchte, hat er die Neigung, fremd zu gehen. Das ist ein Grund, warum viele Beziehungen nicht funktionieren. Unterordnung bedeutet, Ego mal rauszunehmen, dienen. Wenn ich das nicht bereit bin, aus falschem Stolz, aus Verletzungen, aus Mangel, was auch immer, funktioniert die Beziehung nicht. Und sobald mal Konflikte entstehen, sagt man sich, du bist nicht der Richtige, weg mit dir, ich suche mir den Nächsten. Und dann hast du diese ganzen Dating-Plattformen. Ja, schrecklich. Und das ist das Problem. Die Menschen sind nicht mehr beziehungsfähig, weil sie diese oberflächliche Bindung nur haben und nicht diese wirkliche tiefe Bindung, weil sie den Konflikten ja aus dem Weg gehen, weil es dann Schmerzen sind. Es triggert alte Themen. Ein idealer Ehemann ist derjenige, der seiner Bestimmung folgt. Und die Bestimmung des Mannes ist nicht primär die Familie alleine. Ja, das ist ganz wichtig. Heutige Beziehungen sind getragen von Egoismus und Stolz. Und deswegen funktionieren sie auch dauerhaft nicht. Und die meisten, die darunter leiden, sind die Kinder. Die beste Schule des Lebens ist die Familie. Stichwort Ego klein halten. Jedes Geschlecht nutzt seine stärkste Waffe. Männer ihre Physis und Frauen die Psyche, um das andere Geschlecht zur Unterordnung zu zwingen. Das ist, wenn jetzt die gegeneinander kämpfen würden. Mhm. Ja, also muss man sogar in den Beziehungen, wenn es heißt, ja, die Männer schlagen die Frauen, ja, dann muss man aber verstehen, das ist nur die physische Gewalt. Und wie sieht es mit der psychischen Gewalt aus seitens der Frauen gegen die Männer? Darüber redet kaum jemand. Ja. Das ist damit gemeint, wenn es nicht gut läuft. Umgekehrt, wenn der Mann seine Physis dafür nutzt, um die Frau zu beschützen und die Frau ihre Psyche, ihre Stärke, ihre psychische Stärke nutzt, um den Mann zu schützen. Das wäre der Gegenpol. Wir hatten ja schon drüber gesprochen. Ja. Um erfolgreich mit dem entgegengesetzten Geschlecht interagieren zu können, braucht man viel Energie und viel Potenzial. Viele Menschen sind heute gesundheitlich angeschlagen, energielos. Das hat viele, viele Gründe. Ja, aber damit du eine Beziehung, eine starke Polarität hast, musst du in sozusagen deinem eigenen Saft und Kraft stehen. Das heißt, Frauen und Männer müssen jeweils wissen, wie sie sich energetisch wieder aufladen können. Weil in dem Moment, wo sie zusammenkommen, entladen sie sich gegenseitig. Es ist wie eine Batterie. Mhm. Deswegen ist es auch so, wenn Mann und Frau dauerhaft über Jahre im gleichen Bett schlafen, ist die Spannung weg. Unsere Vorfahren haben das anders gelöst. Die hatten getrennte Betten oder getrennte Häuser nebeneinander stehen. In dem einen Haus hat der Vater mit den Söhnen gewohnt, in dem anderen Haus hat die Mutter mit den Töchtern gewohnt. Ja, so erhält man das natürliche Polaritätsgefälle zwischen männlich und weiblich, weil Männer wohnen anders, haben andere Bedürfnisse in der Wohnung als Frauen. Wenn Mann und Frau zusammen wohnen, übernimmt die Frau nach und nach die Führung und die Wohnung wird nach den Gesichtspunkten der Frau umgestaltet. Und der Mann hat irgendwann das Nachsehen und kann sich vielleicht dann irgendwo in der Besenkammer wiederfinden, aber die wird ihm auch dann genommen, sage ich jetzt mal so ganz übertrieben. Aber das sind einfach Dinge, die kannst du beobachten. Das muss man einfach nur verstehen, wenn man eine Beziehung eingeht. Ja? Heute gehört es ja zum guten Ton, dann zieht man zusammen und so weiter. Und wenn es nicht klappt, geht wieder auseinander. Aber warum geht es nicht? Warum geht es auseinander? Mhm. Genau aus solchen Gründen, aus energetischen Gründen. Und jetzt noch zwei. Ein Mann sollte eine Frau niemals als Hauptziel wählen im Leben. Mhm. Ein Mann, der sich nur auf Frauen fixiert, degeneriert. Weil seine Bestimmung ist eine andere. Der muss die Gesellschaft in Ordnung bringen. Er muss Vorbild sein für die Kinder, für andere. Ja? Also sowohl als auch. Jetzt auch eine Weisheit, sag ich mal, für Menschen, die, ich sag mal, Einfluss nehmen in die Gesellschaft. Willst du einen Mann schwächen, verunsichere den Geist seiner Frau. Ja? Und den kann man leicht verunsichern. Frauen kann man geistig leicht verunsichern. Sehr leicht, sehr leicht. Ängstigen kann man Frauen viel leichter als Männer. Warum? Weil Männer mehr Testosteron haben. Und Testosteron macht mutig, macht entschlossen. Ja? Und weniger Testosteron macht ängstlich. Also das ist einfach so. Mhm.
Das sind jetzt mal so ein paar Sätze gewesen. Ich habe noch viel mehr, aber ich glaube, damit reicht es erstmal, um so ja, da haben wir jetzt ordentlich zu arbeiten, genau. Da gab es jetzt richtig was für den Kopf, glaube ich. Ja, das ist ja Sinn der ganzen Sache. Und seht es bitte nicht als Angriff, sondern seht es eher als Bewusstwerdung und damit Heilung. Wenn jetzt irgendwas angetriggert wurde, dann ist das ein Schmerz, ein Thema, ein Trauma, ein Muster, was sich jetzt zeigen darf. Und wenn es sich zeigen darf, geht es ja bereits in die Heilung. Das ist also, was ich jetzt, das waren eigentlich Schlüsselsätze für Heilung, was Beziehungen angeht. Da, nur ich so glaub, meine ich ja, das auch. Nicht als ich Antwort. Glaube auch, dass dieses Thema, das können wir noch von ganz anderen Seiten beleuchten, beziehungsweise wir können hier auch noch viel, viel tiefer reingehen. Vielleicht sollten wir auch uns überlegen, ob wir nochmal einen zweiten Teil zu diesem männlich-weiblichen Prinzip machen. Mal schauen, was uns die Menschen auch vielleicht in den Kommentarspalten dazu schreiben und wir ein paar Impulse mit aufnehmen und die nochmal beleuchten. Das war jetzt ja auch einiges für die Frauen, so kleine Schubser, die du mitgebracht hast. Und mal gucken, ob sonst auch Resonanz von den Männern kommt. Denn wir Frauen warten ja auf die echten Kerle. So ist es ja. Wir warten auf die echten Kerle. Ja. Also, ups, mit Fliege im Bild. Ich bedanke mich also bei dir an dieser Stelle für diese vielen Impulse, die du jetzt gerade heute wieder mitgebracht hast. Hast du noch etwas, was du mit rausgeben willst ins Feld? Sonst würde ich das Interview an dieser Stelle erstmal schließen. Ich denke, das Wesentliche habe ich schon gesagt. Also wenn wir uns darauf besinnen, echte Männlichkeit und echte Weiblichkeit und uns wirklich mal auf unsere eigene Natur wieder konzentrieren und damit diese beiden Pole wieder stärken und diese Spannung auch wieder erhöhen, dann ist allen damit geholfen. Dann werden sich alle viel wohler fühlen. Natürlich nicht diejenigen, die uns versuchen zu entladen, die vielleicht nicht so sehr, aber die Menschen, die Mehrheit der Menschen wird sich damit besser arrangieren können. Ja, ich glaube, darum geht es auch. Und das ist das neue Wir, was es jetzt gilt, für uns alle, sage ich mal, neu zu finden, aber nicht irgendwie im luftleeren Raum, sondern eher so im Sinne, wir können uns doch aus dem Erfahrungswissen unserer Ahnen was nehmen und schauen, wie wir das in der heutigen Zeit integrieren können. Darum geht es. Es geht nicht darum, jetzt müssen wir wieder so wie vor 500 Jahren leben. Dann werden auch wieder viele aufschreien, sondern es geht eher darum, gibt es da nicht Dinge, die vielleicht wertvoll waren, die funktioniert haben, bewährtes Praxiswissen? Natürlich gibt es das. Und lass uns das doch hier in die Gegenwart gucken und schauen, wie wir das hier integrieren können. Zumindest, dass wir eine Orientierung haben, an dem wir uns orientieren können. Also ein Ideal, das wir anstreben können, sowohl für die Männer als auch für die Frauen. Damit wir wirklich mehr echte Kerls und mehr echte Weiber dann haben. Ich wünsche uns allen Heilung und bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses schöne Gespräch. Danke, Raik. Bis demnächst, würde ich sagen. Mit einem Lächeln für meine Zuschauer.